Die Proben sind durcheinander geraten, aber kein Problem. Drehe die Flaschen mit Q und E. Eine Flasche ist richtig gedreht, wenn sich alle vier Ecken mit gleichfarbigen Ecken von benachbarten Flaschen berühren. Ausgefallene Flaschen kannst du mit E und der Leertaste bewegen. Oh weia. Da haben wir blau, da haben wir grün, da haben wir rot, da haben wir gelb. Das heißt, hier muss schon mal... Können wir die nicht reinsetzen? Aha. Genau so würde ich sagen. Hier haben wir schon mal blau. Wenn ich das richtig verstanden habe. Nochmal das kennen. Liebes Viereck. Merkwürdig. So, dann müsste das hier... Oder nicht? Da haben wir jetzt noch Gutes. Muss das immer auf die Ecke geben oder? Oh Gott, das wird schwierig. Ah, okay, das wissen wir ja. Das Grün ist es also auch richtig. Muss das eigentlich auch grün sein? Gut, und das muss eigentlich, ja, eigentlich muss das hier beides. Oder die Flasche sitzt falsch. Hier brauchen wir eine rote. Noch nicht. Nee, das ist auch nicht richtig. Hier brauchen wir auf jeden Fall ein orangenes. Aha, da war das erste schon eingesetzt. Hier brauchen wir ein rotes und ein grünes. Nicht.
Okay, dann nicht. Können wir das so machen? Dann brauchen wir hier ein blaues. Da braucht es grün. Okay, hier mal eine mit MGR Pink. Und wo brauchen wir noch Pink? Pink können wir eigentlich nur noch hier unten gebrauchen. Aha. Mal gelb, grün. Okay, dann vielleicht das andere. Und dann das hier. Eine weirde Kombination. Yay. Das wird jetzt umgesetzt. Sehen Sie fantastisch, oder? Nein, überhaupt nicht. Mein System ist unfehlbar. Ich bedanke mich für Ihre Mühe. Ich mache mich dann mal wieder an meine Arbeit. Dr. Halil? Was liegt Ihnen denn noch auf den Herzen, mein Werter? Die Werte für Dr. Krokowski. Ah, richtig, richtig, Dr. Krokowski. Warum sagen Sie das denn nicht gleich? Wissen Sie, ich helfe immer gerne. Mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Jetzt werfst du dich nochmal raus. Ja, bitte sehr. Mit meinem fehlerfreien System habe ich immer alles zur Hand. Haben Sie viel Freude damit. Und vergessen Sie bitte nicht, die Tür hinter sich abzuschließen. Ich muss mich konzentrieren, wissen Sie? Na dann. Treppe hinauf. Hier sind die Ergebnisse. Hier sind Ihre Blutwerte, Dr. Krokowski. Und warum hat das so lange gedauert? Ist der Bus zum Labor ausgefallen? Nein, ich musste Dr. Halil bei der Sortierung seiner Proben helfen. Sie mussten ihm also beim Sortieren helfen? Ja, ich. Sehen Sie Dr. Halil hier am dritten, wie er hier die Leute versorgt? Nein, das tun Sie nicht. Weil es nicht sein Job ist. Das St. Ursula ist wie ein Uhrwerk. Fällt ein Zahnrad aus, geht es in Stocken. Machen Sie Feierabend und ruhen Sie sich aus. Vielleicht sind Sie ja morgen etwas fitter. Wir sehen uns morgen früh pünktlich zum Schichtbeginn. Und versuchen Sie sich bei den Behandlungen noch ein bisschen mehr zu konzentrieren. Verstanden. Schönen Feierabend, Dr. Krokowski. Na dann. Na, mach's gut, Ingrid.
So, wieder ein Tag geschafft. Hast du dich wieder gut eingearbeitet? Du warst zwar nur ein paar Tage krankgeschrieben, aber manchmal verlernt man schnell Dinge. Ich weiß nicht, es lief nicht so gut heute. Was auf mit Dr. Krokowski? Ich glaube, sie mag mich nicht. Das hat mit mir nichts zu tun, mein Lieber. Dr. Krokowski verzeiht keinen Fehler. Man geht bei ihr durch eine harte Schule. Also streng dich an, mein Kerl. Dann wird sie dir auch was beibringen. Das mache ich. Schönen Feierabend, Ingrid. Dir auch. Bis morgen. Und ab geht's. Schnell weg hier. Ist schon spät nachts. Du stehst ja immer noch hier. Hast du heute eine Doppelschicht? Halte durch und gönn dir ab und zu eine Kaffeepause. Ja, die hätten wir auch gebrauchen können. Gute Nacht, St. Ursula. Bis morgen. Versuch's gar nicht erst. Der Bus wird nicht kommen. Ob ich ihn niemals wiedersehen werde? Und da fährt der Bus. Oh, hi. Dieser Abend ist er nicht schön. Die warme Luft, die noch ein wenig Sommer in sich trägt. Die goldene Herbstsonne, die sich langsam schlafen legt. Ach. Uns auf die Bank setzen. Ich habe das Bedürfnis, etwas Tiefgründiges zu sagen. Ich werde es mir aber lieber verkneifen. Oh, schade. Der komische Wagen steht immer noch hier. Was zur? Immer mit der Ruhe. Ich will keinen Ärger. Ich sollte lieber gehen. Ja, schnell. Der Brunnen scheint wirklich kaputt zu sein. Oder wird er vielleicht einfach abgeschaltet, wenn es auf den Winter zugeht? Ich hoffe, du verdurstest da oben nicht. Was willst du, Pimpf? Kann ich mir hier nicht mal in Ruhe eine quarzen? Ich kenne dich doch. Du bist doch auch aus dieser Krankenhausbande. Du bist doch auch ein Kumpel von dem kleinen Wichtigtuer. Meinen Sie Karl? Ja, genau der. Der soll sich bloß von mir fernhalten. Sag ihm das. Oh, hallo. Endlich Feierabend. Wie? Ja, endlich. Sie sind ja noch hier. Noch? Ich bitte Sie. Ich bin wieder hier. Hatten Sie einen ereignisreichen Tag? Und gehen Sie jetzt das Tanzbein schwingen? Nein, heute nicht. Ich bin zu Platz. Was höre ich da? Sie können nicht mehr. Sie sollten die Chance ergreifen. Glauben Sie mir, früher war ich ein flotter Besen. Ein richtiger Backfisch. Ich lege ihm immer noch ein flottes Soda aufs Parkett, wenn ich und die Platte richtig aufgelegt sind. Wackeln die Giebel, das könnten Sie mir glauben. Mit all meinen eigenen Händen habe ich noch die Bürgersteige hochgeklappt. Das traue ich Ihnen zu, wirklich zu. Aber heute muss ich passen. Frühschicht, Sie verstehen. Ja. Aber ich sag Ihnen, hätte ich so viel geschlafen, aber ich sag Ihnen, hätte ich so viel geschlafen, wäre ich heute älter. Ich höre ein paar Stimmen aus dem Gilbert. Giuliano ist bestimmt schon schwer beschäftigt und schenkt Getränke aus. Ich bin zu platt.
Morgen vielleicht. Heute brauche ich Schlaf. Aha. Doch, reingehen ist nicht. Diese leuchtenden Augen von allen. In den Flyern, die ich beim Einzug bekommen habe, steht, dass Leute wegen der guten Luft nach Pokebein kommen. Dass man Körper und Geist neue Energie verleihen kann. Das stimmt, weiß ich nicht. Aber scheinbar ist Pokebein und gerade die Perlnebelwald ein beliebter Reiseort. Besonders für Leute mit Asthma und Burnout. Ich bin zum Glück bisher von beidem verschont geblieben. Naja, ob dich Zweiteres noch trifft, ich weiß nicht. Und durch die nächtlichen Straßen. Schnell nach Hause. Ich kann es kaum erwarten, ins Bett zu kommen. Aber ins Bett, ich will nur fit sein, ich will noch ein bisschen Luft schnappen. Okay. Dann schnappe ich noch ein bisschen Luft. Ich habe hier noch gar nicht nachgeguckt. Ich hoffe, ich werde das nicht bereuen. Hier liegt eine Notiz auf dem Stuhl. Bin schon weg, Akku war leer. Bin morgen wieder da. Bis dahin immer schön weiter atmen, okay? Gruß F. Ja, okay, ich atme bis morgen weiter. Wer hier wohl am Tag ist? Irgendwie schön, wie diese Züge in der Ferne fahren. Ich bekomme immer selbst Fernweh, wenn ich einen Zug sehe. Hier ist auch gesperrt. Na dann. Hier gibt es wohl nachts nicht mehr viel zu sehen. Dann rollen wir mal. Dann rollen wir mal. Falsches Haus. Ab ins Bett. Gute Nacht, Welt. Schlafenszeit. Guten Morgen. Ich bin fit, ich hab Bock. Wir können alles schaffen, mir gehört die Welt. So, was würde ich jetzt sagen, wenn ich ein Typ wäre, der sich morgens im Spiegel selbst anfeuert? Zum Glück bin ich nicht so ein Typ. Zum Glück habe ich keinen Spiegel. Es wäre für alle Beteiligten unangenehm. Aber immerhin bin ich heute mal pünktlich aus dem Bett gekommen. Es ist in meinen Augen schon ein großer Erfolg. Dieses fiese Pflaster bin ich auch los. Nach fast 7 Jahren Medizinstudium habe ich endlich gelernt, ein Pflaster zu entfernen, ohne dass es weh tut. Vielleicht habe ich es ja doch drauf. Gleich wieder ins Bett. Heute nicht Bett. Du führst mich heute nicht in Versuchung. Egal wie warm, weich und gemütlich du aussiehst. Irgendwann. Ja, irgendwann werde ich dazu kommen, zu zocken. Warte auf mich, bald ist unsere Zeit gekommen. Oh, hallo. Ja, guten Morgen.
Haben Sie vielleicht einen Taler für mich übrig? Bestimmt. Hier bitte. Da bedanke ich mich doch. Sind noch nicht lange hier, wa? Hab sie hier noch nie gesehen. Ja, bin vor ein paar Wochen hergezogen. Ach doch, schon so lang. Dann hatten wir wohl akute Terminplankonflikte. Aber ich sag mal so, wenn Sie weiterhin Interesse an einem Invest haben, dann bin ich mir sicher, dass Bar und Zoll für Sie sehen. Haben Sie erstmal noch einen produktiven Tag. Das war jetzt wer? Alfio. Heute Morgen saß Alfio vor meiner Tür. Er scheint keine Wohnung zu haben. Jetzt muss ich aber unbedingt mal am Tag in diese Richtung laufen. Hier jemand sitzt. Oh ja. Was machen Sie denn hier? Hallo, hören Sie mich? Wonach sieht es denn aus? Ich arbeite. Sie arbeiten? Ganz recht. Wenn du mich weiter siehst, drehe ich mich wieder um. Ich bin die Frauke. Freut mich. Finn, ebenfalls. Woran arbeitest du denn? Ich arbeite an mir. An dir, an Porcupine. Du arbeitest an mir? Seit wann? Seit einigen Sekunden. Ich sitze hier und schaue aufs Wasser. Das ist mein Lieblingsplatz. Und ich denke über all die Dinge nach, die in der Welt passieren. Und du gehörst dazu, mein Lieber. Du bist neu hier, richtig? Ja, also ich bin vor ein paar Wochen hergezogen. Das kann man noch als neu bezeichnen. Und wie gefällt es dir hier in Pokepine? Es ist nett, denke ich. Etwas ruhig. So ist sie manchmal. So ist er manchmal. Die Zeit. Manchmal denkt man sie selber nicht. Wie hier mit dem Wasser. Erstmal sieht der Fluss immer gleich aus. Aber eigentlich bewegt er sich die ganze Zeit. Keine Sekunde ist wie die nächste Sekunde. Und auch wenn man manchmal denkt, dass nichts passiert, fällt einem doch eine Menge ein, wenn man über die Zeit nachdenkt. Hab einen guten Tag. Ich bin immer hier. Also fast immer. Komm doch mal wieder vorbei, Junge, finde. Du auch, Frauke. Ich komme sicher mal wieder vorbei. Ja, wirst du. Und ich habe keine Zeit. Das wollte ich sagen. Am Stadtrand saß eine Anglerin am Fluss. Sie heißt Frauke und ich habe mich nett mit ihr unterhalten. Sie scheint häufiger dort zu sein. Wenn ich Zeit finde, sollte ich vielleicht mal bei ihr vorbeischauen. So, dann laufen wir mal wieder den Weg, den üblichen zur Arbeit. Vielleicht können wir jetzt mal auf der Einkaufsstraße lang. Jo. Du wohnst doch auch in der Straße hier, oder? Ja, das stimmt. Wieso? Bist du der Typ, der immer seine Mülltonne mit Joghurtbechern vollstopft? Nee, tut mir leid. Ich esse eigentlich nie Joghurt. Besser für dich. Ich bin stinksauer. In der Tour komme ich immer an dieser Mülltonne vorbei. Bis oben hin vollgestopft mit Joghurtbechern. Und als ob das nicht schon absurd genug wäre, sind die meisten davon auch noch halb voll. Ich versuche also
irgendwie diesen Berg in Jugendbechern zu verladen. Und die ganzen halbvollen Becher regnen auf mich nieder. Jetzt muss ich erstmal mit dem Bus nach Hause und duschen. Anders werde ich den Kirschpfirsich-Vanillekuchen nicht los. Kommt der Bus also wieder? Ja, bin vorhin schon damit zur Arbeit gefahren. Bin kein besonders talentierter Fahrradfahrer. Darum bin ich eigentlich auf den Bus angewiesen. Weißt du denn, wann der Bus kommt? Jeden Moment, denke ich. Wo musst du denn hin? Zum St. Ursula-Krankenhaus. Ach, zu der Truppe gehörst du. Eure Mülltonnen sind nochmal eine Klasse für sich. Ich muss dieses Jahr aber auch schon als Patient dorthin. Bandscheibenvorfall. Kennst du einen Doktor Gautera? Gautera? Ich glaube, ich habe den Namen schon mal gehört, aber getroffen habe ich ihn noch nicht. Ich bin noch nicht lange dort. Verstehe. Der Dr. Gautera ist Knochentyp, hat mir ein paar Übungen gezeigt. Seitdem geht's besser. Cool. Und wie du siehst, kannst du ihn ja mal von Matteo grüßen. Wird gemacht. Nimmst du auch den Bus? Alles klar. Huch, da drüben kommt er auch schon. Cool. Wenn ich mal Bus fahren. Guten Morgen. Genieß den Tag und mach ruhig mal die Kapuze runter. Wer weiß, wie lange wir dieses Jahr noch Sonne haben. Nimm lieber noch jedes kleine bisschen Vitamin D mit. Dann war doch diesmal vielleicht pünktlich. Da ist er ja wieder. 2 Tage in Folge ohne Verletzung. Du wirst besser, Kleiner. Ja, ich bin auch richtig stolz. Das kannst du ja auch sein. Halt dich zurück. Am Ende wirst du noch Mitarbeiter des Monats. Ich werde mich vorsehen. Wie ist die Lage? Alles gut? Fragst du mich oder meinen Rücken? Rücken, ich bin schließlich Arzt. Das dachte ich mir. Gut, dass du fragst. Tut ja sonst keiner. Man sagt, es gab Zeiten, in denen ich keine Rückenschmerzen hatte. Halte ich für ein Gerücht. Ich kann mich auf jeden Fall nicht daran erinnern. Bandscheiben haben sich schon vor 12 Jahren verabschiedet. Sie hatten einen Bandscheibenvorfall? 3. Ja. Ich dachte, es wird besser, wenn ich den Pflegejob etwas zurückschraube und mehr so Verwaltungsgebühren mache. Aber ich sag mal so, diese klapprige Stuhl macht's nicht besser. Es tut mir leid, Ingrid. Muss es nicht. Pass einfach auf deinen Rücken auf, Kleiner. Du siehst schon so aus, als würdest du beim kleinen Windhauch in der Mitte durchbrechen. Lass es nicht so weit kommen. Ist der Rücken erstmal da? Geht er so schnell nicht weg. Also wie lautet die erste Regel? Nicht durchbrechen? Nicht durchbrechen. Ganz genau. Meine Meinung. Wie ist denn die Lage? Ist ein bisschen was los. Aber du bist ja heute mal pünktlich. Kennst du dich eigentlich im Krankenhaus schon aus? Es geht so, ehrlich gesagt. Das wundert mich nicht. Alle verlaufen sich hier am Anfang. Also fangen wir mal hier an. Du stehst gerade im Erdgeschoss. Komm mich gern besuchen, wenn du kannst. Bin viel beschäftigt, aber zu einem Plausch sag ich nie nein. Außerdem kannst du hier auch in der Cafeteria. Okay, da habe ich was verlesen. CG macht seinen Job ganz gut, meine Meinung. Man kommt von hier auch zum Hintereingang. Da wird der medizinische Müll entsorgt. Wir packen auch unsere Karten und Rettungswagen. Aber
ab und an trifft man da auch Nasen, die man mal frische Luft rauchen. Auf den meisten Etagen findest du einen Zugang zum Treppenhaus und den Aufzug. Der Aufzug bringt dich am schnellsten dorthin, wo du hin musst. Wenn du es also eilig hast, ist das der schnellste Weg zum Ziel. Über das Treppenhaus kommst du auch in alle anderen Stockwerke. Ganz unten im Treppenhaus kommst du ins erste Untergeschoss. Dort ist das Labor. Dort ist verschrobenes Königreich. Aber wie ich das mitbekommen habe, konntest du ja gestern schon eine Bekanntschaft machen. Auf der ersten Etage ist auch unser zentrales Dokumentenarchiv. Lagerraum für alle Nips. Gregor stellt da immer mal wieder seinen Schrott ab. Im ersten Stock ist die Verwaltung. Dr. Theobald und Herr Heidrich haben dort ihr Büro. Im zweiten Stock ist die Chirurgie. Dr. Lynn wird von allen in den Himmel gelobt. Der Chirurg mit den goldenen Händen wurde extra aus dem Ausland abgeworben. Jetzt schnibbelt er hier an den Leuten rum. Er und die gute Dr. Portobello zoffen sich gern mal. Und im dritten Stock muss ich dir nicht, hoffentlich nichts erzählen. Ja, den kenne ich. Du hast echt Glück, dass du bei Dr. Kukowski gelandet bist, Kleiner. Verscherz es dir nicht mit ihr. Dann wirst du hier zum Spitzenarzt. Okay, gib mir Mühe. Bei euch ist noch die zweite Innere. Da liegen mehr die Privatversicherer. Dr. Gürterra und Dr. Kamala sind mehr vom ruhigen Schlag. Und ganz angenehm bei den ganzen Stuhlköpfen hier. Den Rest wirst du alleine aus und Kleiner. Danke für den Überblick und Grit. Gern geschehen. Es ist nie verkehrt, die Leute um sich herum zu kennen. Und sich mal umzuschauen, wenn man Zeit hat. Im Notfall sollte man genau wissen, wo was ist. Sonst mal bei Dr. Theobald in seinem Büro vorbeischauen. Stell dich gut mit ihm. Er ist schließlich der Chefarzt hier. Er mag dich bestimmt. Okay. Gute Gedanke, ich schau mal bei ihm vorbei. Du weißt bestimmt, wo sein Büro ist. Ja klar, sein Büro. Das kenne ich. Im ersten Stock nach rechts. Danke, bis später. Fall nicht über deine Füße, Junge. Sind wir schon mal pünktlich und dann verquatschen wir uns mit ihr. Großartig. Thank you.